Hallo, hier ist Sion und weiter geht's mit Let's Play Resident Evil 4. Beim letzten Mal sind wir durch Salazar hier unten in diese Kanalisation-artigen Gegend gelandet und ja, Seidenkristall mit Kacke dran, ja, hat trotzdem einen Verkaufswert von 2500. Wohohoho. War das wieder so ein Käfer? Ich weiß es nicht. Gut. Kläranlage hier, aber okay. So. Der Pfeil zeigt nach rechts. Gehen wir doch mal hier lang. Okay. Das hat's schon mal in sich. So, gut. Fahrstuhl. Yep, er funktioniert nicht. Bestimmt ist der Strom ausgefallen. Und komischerweise, na, was heißt komischerweise? Natürlich können wir den Strom hier nicht wieder anwerfen. Gehen wir also wieder zurück. Lalalala. Oh! Ja. Ihr habt schon gemerkt, also irgendwas ist halt wieder hinter uns. Und das Vieh ist echt ätzend. Also, ich kann das Teil gar nicht ab. Und ich habe irgendwie das Gefühl und hoffe mal, dass ich nicht in die falsche Richtung laufe. Und dann am Ende noch mehr laufen muss als sowieso. Aber nee, ist richtig gut. Hier müssen wir nämlich rein. Ja, hast du es jetzt. So, und irgendwo hier geht halt der Strom wieder an. Hier. Ja. Der Aufzug hat wieder Strom. Die Tür ist aber zu. Oh, das ist so. Dauert ungefähr 4 Minuten. Genau, man kann nämlich diese 4. Oh ja, weil ich mich gedreht habe. Okay, man kann diese 4 Minuten abwarten und dann kommt der Fahrstuhl und man kann abhauen. Allerdings bevorzuge ich es doch natürlich, dieses Ding zu killen. Na, kommt er auch mal runter? Ach nee, ich muss glaube ich erstmal hier drücken, ne? Öffnen. Ja, da ist er. Das Ding, dieses Alien-Monster-Vieh. Es wird spaßig. Wird mal wieder Zeit für die TMP, würde ich sagen. Ja, auch wenn es irgendwie so aussieht, als würde ich nicht viel Schaden machen, die TMP haut schon rein. Oh, wow, wow, wow. Aber er haut auch rein, wenn er will. Das Ding geht noch. Halt, Moment, ist da ein rotes dran? Nee, ist es nicht. So, habe ich noch einen perfekten Heiler. Und noch einen. Ne, noch ein Erste-Hilfe-Spray, aber ich nehme mal das Ding. Sollte mich erstmal am Leben halten. So, wie man den am schnellsten besiegt. Oh. Aha. Die Dinger einfach umwerfen. So. Wo ist er denn? Ah, da. Jetzt wird er nämlich gefroren und dann könnt ihr richtig deftig draufballern. So, so, so. Die weiteren Schüsse davon sollte ich mir auf jeden Fall aufheben für die weiteren Sauerstofftanks, die es noch geben wird. Ja, ja, ja. Ich warte, dass er mal zurückschreckt. So kann ich schnell nachladen. Geht's wieder weiter. Wow. Ich mag es nicht, wenn er mich trifft. Okay, erhöhen wir einfach nochmal unser maximales Leben. So. Geht die Tür jetzt mal auf? Komm schon. Komm schon. Wow, doppelt. Na, Tür, Tür, Tür. Oder so. Ja, ist gut. So, Tür ist offen. Ja, 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 ja. So, und du bleib einfach von mir weg. Bleib von mir weg. So, jetzt darfst du kommen. Ja, ja, jetzt darfst du. So. Und auf jeden Fall das. Und Raketenwerfer bloß nicht hier einsetzen. Den könnt ihr euch aufsparen. Ach, der ist schon tot? Nee, ist er nicht. Ich wollte schon sagen. Es war gerade seltsam. Ich dachte, er wäre tot. Und dann... Oh. Egal. Nee, nee, nee. Schön die Finger auf A und B behalten. Und eventuell auch schütteln mal. Oder ihr könnt auch beides zusammen machen übrigens. Spielt gar keine Rolle. So, jetzt warte ich wieder, bis er kommt. Na, kommst du? Bloß nicht zu früh umwerfen.
Sonst bringt das Ding nämlich nichts. Na, kommst du? Pff, okay, bis du kommst. Normalerweise würde ich es nicht empfehlen, die Magnum nachzuladen, aber da der jetzt nicht aus dem Arsch kommt, mache ich einfach mal so. Wow, was? Alter! Der war doch gar nicht da! Ja, gut, ey. So, wo bist du? So, jetzt ist er schon tot. Kronjuwel, das sollte in die Krone gehen, logischerweise, ne? Ah, okay, aber das war gerade echt komisch, weil ich habe darauf gewartet, dass er durch die Tür kommt. Aber okay, ja, und wenn ihr ihn halt unter dieser Zeit killt, dann geht natürlich dann der Fahrstuhl wieder. Von daher, ja, aber die Stelle ist wirklich nicht so schwer. Also, die Stelle davor mit diesen zwei Wolverine-Typis ist um einiges schwerer als das hier. Der Typ, da müsst ihr eigentlich nur aufpassen, dass ihr euch nicht so viel treffen lasst und diese Sauerstofftanks nicht falsch benutzt, weil das könnte dann um einiges schwerer werden, wenn ihr die gar nicht mehr habt. Aber so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, absolut kein Problem. So, hier wäre übrigens noch einer gewesen, wie ihr ja gerade sehen konntet. Dann fahren wir einfach mal. Runter. It seems that Salazar is having difficulty taming the American pig. Pig? Salazar had his chance. Krauser, go get the girl. Oh, and dispose of this swine while you're at it. Consider it done. Der sah eklig aus. Und das war das. Ah, 90%. Es geht wieder aufwärts. Wuhu! Okay. Ja, der Part ist zwar relativ kurz, aber ich denke, es ist eine gute Stelle, um für heute aufzuhören. Von daher sage ich bis dahin viel Spaß und bis dann.